Grashügel plattgewalzt. JFK von HBO aufnehmen. Magic Bullet Theorie. Lon Gunman. Akte X. Mal Sam fragen. Paradox resultiert darin, dass JFKs Tod erwünschendes Ergebnis ist. Okay. Chinesisch, Japanisch, Libanesisch. Frühe Raumfahrt-Utopie. Schneller Fortschritt. Zweiter Weltkrieg eher beenden. Zeitstrahl zu unterschiedlich. Okay. Kombination ein. Oh, okay. Okay, dort haben wir eine Schublade mit Kombinationscode. Die Frage ist natürlich, wo kriegen wir. Oh, ist da eine Notiz? Pioneer CLD D703 Kombination Laserdisc Compact Displayer. Original Verpackungspreis $999,99. Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung. Beidseitiges Abspielen. Kopfhörerausgang, Display an, aus. Jog Shuttle, Drehknopf. Front- und Fernbedienung. Digital, die Zeitlupe, Standbild, Speicher. Es heißt, wer viel macht, macht nichts richtig. Da muss ich widersprechen. Können ist eine Frage der Spezialisierung, sondern von Berufung und Hingabe zum Handwerk. Sollten Sie auf der Suche nach einer LD-CD-Player-Kombi-Anlage sein, wird es Sie freuen zu hören, dass Pioneer dieses besondere Erlebnis bietet. Boah, hier sind so viele Zahlen drin, ne? Das könnte alles sein, oder? Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie, glaube ich, das damit was zu tun hat. Was ist das denn hier? Der Mord an JFK, eine Theorie. Sie haben den Film gesehen, entdecken Sie die Wahrheit. Okay. Na, ach, ich drücke mal Kreis, um das wegzulegen. Vollkommener Käse. Bin schon so durch. Ah, Formular ansehen. Crestwell Versicherungsagentur AG. Prüfung der Elektroanlagen. Die Vergabelung im Haus erfüllen technisch gesehen alle Anforderungen für Strom, Stärkengrenzen und Sicherheit. Allerdings sind während der letzten 100 Jahre viele zusätzliche Kabel in den Wänden eingezogen worden. Die Stromanlage reagiert dadurch häufig unvorhersehbar. Lichter flackern ohne klar erkennbaren Grund. Druck auf Dielen und Türrahmen unterbricht Schaltkreise, die sich direkt unter der Oberfläche befinden. Eine vollständige Revision der Elektroanlagen würde erheblichen Schaden an den Wänden, Fußböden oder tragenden Elementen nach sich ziehen. Nach einem ausgiebigen Gespräch mit Mr. Greenbrier wurde entschieden, keine Maßnahmen zu unternehmen, da es derzeit keinerlei Sicherheitsbedenken gibt. Harold Pierce Jr., Blackheart Elektroinstallation GmbH, am 2.9.1994. Das heißt also, dieses Knarzen, was wir hören, ist normal und das Flackern auch. Ich hoffe, das stimmt. Ich lasse mich da überraschen. Okay, ich. Achso, für die Leute im Chat oder so, ihr auf Twitch, ne? Also nicht wundern, wenn ich da nicht auf den Chat eingehe, ne? Wegen Live-Let's Play. Nicht wundern. Ich werde hin und wieder mal so ein Auge drauf werfen. Da, das ist voll lieb von dir. Danke, Rook Splash. Also wie gesagt, nicht böse sein, wenn ich nicht auf den Chat eingehe, weil es ja ein Live-Let's Play ist. Deswegen. So. Das ist also die Bibliothek. Das sieht mir auch sehr verdächtig hier aus. Was haben wir denn hier stehen? Was steht da? Trails? Ich kann's. Trails. Trailblue Attention. Keine Ahnung. Deckel nehmen. Buch nehmen. Terence L. Greenbrier. Ein ganz normaler Geschädigter. Was?
Ach, geächteter. Okay. Message from our future. Save the president's life once. Ah, sind also anscheinend Schriftsteller, unser Vater. Also ich vermute, unser Vater, ne? Guten Abend, Niki. Willkommen zu Let's Play Live, zum Live Let's Play. Und es sieht so aus, ob er sich befasst hat mit dem Tod von. Ja, ist doch gut. Ob er sich befasst hätte mit dem Tod von JFK. JFK. Fresh, wahre Geschichten. Ich war ein Teenager. Transe. Was? Leser erzählen uns ihre schrecklichsten Momente. Beverly Hills 90210. Interessiert das noch jemanden? Der Blick der Männer, wie man ihn untergräbt. Sarah Holst. Kein Rasten, kein Rosten. Interessant. Uah. Ausgabe 5. Es spielt anscheinend in den 90ern, so wie sich das anhört alles. Das scheint sich so ein bisschen in den 90ern abzuspielen. Oh, was haben wir denn hier? Stranger under my roof. Ein Fremder unter meinem Dach. Teenager verstehen. Oh, das könnten heutzutage einige Leute echt gut gebrauchen. Aha, von Elisabeth Medina. Huh. The teen years are fraught with change of all. Mhm. Types, physical, mental, emotional, spiral. Ah ja. Interessantes Buch. Ich lese es mal zurück. So, was haben wir hier mal noch? Ein Brief. Ah, guck mal, da stand eine Nummer. Lieber Terence, David hat mich gebeten, dir wegen den Testberichten zu schreiben, die du in den letzten paar Monaten abgeliefert hast. Um ehrlich zu sein, machen sie mir langsam mehr Probleme, als sie wert sind. So viel musste ich nachredigieren. Es ist deine Aufgabe, die maximale Wortanzahl einzuhalten, nicht deine Texte runterzutrimmen. Außerdem wird es immer schwieriger, die ganze Abschweifung und Gedankensprünge zu entfernen, ohne alles komplett umzuschreiben. Die Leser vom Heimkino-Liebhaber wollen etwas über die Qualität und den Wert der Geräte lesen. Keine Erinnerung aus deiner Kindheit. David kennt dich schon lange und er ist der Chef. Deswegen gebe ich dir allein seinetwegen noch eine Chance. Du solltest dich bei ihm für seine Geduld und Kulanz bedanken. Siehe dir noch einmal deine alten Artikel an und fang an, wieder sowas abzuliefern. Dann sind alle zufrieden. Brent Kirkwood, Testredakteur von der Heimat Kinoliebhaber. Das klingt ein bisschen mit Schriftsteller und so. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich unheimlich an, wie hieß es denn nochmal? An Layers of Fear. Da waren wir ja auch so ein Künstler. Und da war es ja auch so, und er wurde immer schlechter, und er sollte doch Hänsel Gretel malen, Rotkäppchen war es gewesen. Rotkäppchen mit dem, mit dem bösen Wolf. Und da hat er doch so eine Karikatur gemalt mit so einem richtigen brutalen Wolf. Und hier ist es auch so. Wir sind also, ich vermute mal, dass wir mal Schriftsteller waren. Oder nicht wir, sondern unser Vater. Und macht jetzt nur noch so, ja, so Produktbeschreibung. Haben wir ja vorhin gelesen. Und ja, wir sind etwas neben der Spur. Oder unser Daddy. So, hier haben wir also den Code. 0451. 0451. Da gucken wir noch mal. Schauen wir doch mal. 0 4 5 1. Ah, guck an. Sehr schön. Ein Künstler, ein Maler, genau. Kubelik und Wiese, Rechtsanwaltkanzlei, 21 Front Street, Boone County. Was war das denn? Habt ihr das gerade auch gehört? Hat gerade einer so gemacht. Das war noch wir, oder? Ich vermute mal. Sehr geehrter Herr Morrison, anbei finden Sie das Originaldokument sowie eine Kopie für Ihre Akten. Die notariell bestätigte Kopie wurde in unser Büro hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns bei den wichtigen Angelegenheiten. Mit besten. Mit besten Grüßen, Jeffrey Weiss, Rechtsanwaltkanzlei Kubelik und Wiese.
Letzter Wille und Testament von Oscar Mason. Ich, Oscar Mason, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nach vollständiger Durchsicht meiner Wertsachen erkläre dieses Schreiben zu meinen letzten Willen und Testament. Nach meinem Ableben soll Folgendes verlesen werden. Ich erkläre, dass ich zeitlebens in Boone County gewohnt habe, dass ich unverheiratet bin und keine Kinder habe. Ich erkläre, dass ich weder bei Leben noch bei toten Gläubigern ausstehende Schulden habe. Hiermit hinterlasse ich jeden Gegenstand von Wert, den ich bei meinem Tod besitzen möge, einschließlich der Wohnstätte und des umliegenden Grundbesitzes am One Arbor Hill, wie auch jeglicher persönlicher Besitztümer und Bankkonten Terence L. Greenbrier Jr. aus Ellis County. Sollte besagter Terence L. Greenbrier Jr. wieder erwartet von mir verscheiden, so geht das Erbe auf seine Kinder über, abhängig vom Alter und Fähigkeiten als Verwalter des Anwesens. Ich unterschreibe diesen letzten Willen mit meinem Namen am 13. August 1973 im Büro des Urkundenbeamten von Boone County, Oscar Mason. Letzter Wille und Testament von Oscar Mason. Ich, Oscar Mason, im vollen Besitz meiner Kräfte, das hatten wir, oder? Das haben wir gerade gelesen. Das gibt nochmal extra vier Seiten, obwohl es hier eigentlich hingepasst hatte. Es ist dasselbe, okay. Ja, ich hatte gerade nochmal gesagt gehabt, wie gesagt, wir befinden uns im Live-Let's Play für YouTube. Deswegen kein Chat und auch keine Kamera, weil bei dem Spiel, glaube ich, brauchen wir keine Kamera. Und ja, ist, glaube ich, auch nicht vonnöten. Was ist denn? Da läuft der Fernsehen. Server Weather Warning. Aha, Westregion. Ah, guck mal hier. Hier war ein N64 oder Nintendo war hier wahrscheinlich. Was steht da drauf? The Dark Crystal? Crystal? Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties. Austin County. Ja, ist mal gut, okay. Also Wetter ist schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Hauntings und Poltergeist, Gespenster und Poltergeister. Oh Gott. Ja, legen wir mal dahin. Ah, jetzt hat sich einer noch eine schöne Pizza bestellt. Guck an. Fernsehprogramm lesen. Freitag 20 Uhr, 15. Februar 1995. Alle unter einem Dach. Unsolved Mysteries, Diagnose Mord, Mantis, Hoppla Lucky, Strange Luck, dem Zufall auf der Spur, das Leben und ich, Bonnie Hunt Show, immer Ärger mit Dave, Theater des Grauens, oh, das hört sich lustig an, Chinatown, eine starke Familie, Prickle Friends, Tatort, Gartenzaun, Tatort Gartenzaun ist auch geil. Akte X, unheimliche Fälle des FBI. Also, wie gesagt, spielen wir in den 90ern hier, so wie das aussieht. Was ist das denn hier? Untersetzer? Ah, ja. Noch ein Untersetzer. Mhm. Oh, kleinen Moment bitte. So, da musste ich doch gerade mal direkt mal abniesen. Okay. Entschuldig bitte. So, Buch ansehen. Mhm. Freunde finden trotz Schüchternheit. Sam, vielleicht interessiert dich das. Dad. Also ist Sam schüchtern? You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school.
Cool. Ja. Street Fighter, wer hat's nicht gespielt? Ah, ich finde es schön, dass es so in den 90ern angesiedelt ist. Kann ich. Muss wissen. Kann ich mich mit anfreunden? Weil ich auch so ein 90er-Kind bin. So, 3. Februar 1978. Terry, hey Mann, wie läuft's? Ich weiß, du bist jetzt ein veröffentlichter Autor und so. Aber meine Redakteur bei Hi-Fi-Lifehaber hat zu viele Testberichte, die gemacht werden müssen und ist gerade auf der Suche nach einem weiteren freien Mitarbeiter. Natürlich habe ich da an dich gedacht. Huch, hallo? Hallo? Da geht einfach mal die Schrift weg. Was ist denn? Hallo, ich würde es gerne lesen. Was ist denn? Hallo? Gibt's denn, kann ich hier nochmal Tagebücher? Achso, sind nur die Tagebücher. Wieso kann ich's denn nicht lesen? Na toll, super, jetzt wollte ich es gerade lesen. Ist ja klasse, dass einfach mal die deutsche Schrift weggeht. Ja, ist doch gut. Über diese Wandschränke. Oh, warte mal, aber. Meine Güte, da musste ich doch tatsächlich nochmal niesen. Ja, was haben wir hier? Ah, schön, dass jetzt. Es wird gar nichts mehr angezeigt. Ich muss mal eben schauen hier. Grafik? Nee, Grafik nicht. Spieleinstellung. Kopfwippen deaktivieren. Sprache. Okay, das ist natürlich ein schöner Bug. Kann man denn jetzt gar nichts mehr? Hier auch nicht zum Beispiel, wo wir schon gewesen sind? Nee, das geht hier noch komisch. Hä? Uah, leg das weg. Wieso kann ich das denn nicht lesen? Toll, da stehen so viele tolle Sachen. Ich würde das gerne lesen, Mann. Verdammt. Meine Entschuldigung. Ich bin erkältet, die Nase läuft und ja, nee, ich bin nicht erkältet, das liegt. Oh Gott. Ich habe eine Allergie. Und komisch, dass es jetzt auf einmal wieder kommt. Naja. Warte mal. So. Schon viel, viel besser. Nee, das ist keine Erkältung. Es ist eine Allergie. So, da gucken wir doch mal. Ich hoffe, dass wir noch weitere Briefe lesen können und Gutscheine nehmen. Store-Gutscheine sind das im Wert von 25 Cent. Für den Laden wahrscheinlich. Was ist das hier? US-Ministerium für Landwirtschaft, US-Bundesforschhandbuch, Region Nordwest, Vorschrift Brandprozeduren und Sicherheitsvorkehrungen. Aha. Es ist ein bisschen. Es ist doch sehr arg dunkel manchmal. Mal vorsichtshalber überall mal Licht an. Aber wie viel Wandschränke wir haben, ist ja ein Traum. Ist ja echt. Okay, ich kann die Briefe nicht lesen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt nicht funktioniert mehr. When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Ich hatte auch immer gute Nintendo-Spiele. Aber warum kann ich denn. Okay, das kann ich gar nicht lesen. Was steht denn da? The Essie. Was? Essie so. Ich habe schon wieder dieses Atmen gehört. Dieses. Was ist denn das? Sind wir das? Hallo?
Komische Bilder. Boah, cool, eine Bar. Apropos Bar, ich muss auch noch eine Bar bauen. Yeah. How I always knew that someday we'd see through. Now that it's happened, I just can't believe it's true. I've done the best I could to keep from feeling blue. Warte mal, Lieben. Entschuldigung, wollte ich nicht. Okay, da ich gerade feststelle, dass die Texte nicht mehr angezeigt werden von den Briefen, werde ich mal ganz schnell, warte mal, speichern zum Menü gehen und werde das Spiel mal direkt neu starten, also fortsetzen. Mal gucken, ich lade das Spiel mal neu, vielleicht hilft ein Neustart. Es tut mir leid, dass es jetzt hier so, ja, kommt. Jo, alles klar, Rock Splash, mach das. So, kann ich es jetzt vielleicht lesen? Geht das jetzt? Samantha, bitte gib das deiner Mutter. Ah, jetzt geht's wieder. Janice, es freut mich, dass Danny euch in eurem neuen Haus besuchen durfte. Er ist sehr traurig darüber, dass seine alte Freundin Samantha nicht mehr nebenan wohnt. Danny hat gefragt, ob er Samantha sein Nintendo Street Fighter Spiel leihen darf. Und ich habe ihn erlaubt. Ich habe es ihm erlaubt. Er soll sowieso nicht mehr so viel Zeit mit diesem Kram verbringen. Also keine Eile beim Zurückgeben, sagt Samantha, dass sie uns auch gerne jederzeit besuchen darf. Mit besten Grüßen, Mary Schutters. Ah, jetzt geht's wieder. Ich hoffe, das ist jetzt nur einmal passiert. Wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt permanent immer wieder das Spiel neu starten müsste. Aber eine coole Musik. Schau später auf YouTube nach mir. Du kannst, wenn du möchtest, kannst du gerne Ausrufezeichen YouTube schreiben. Dann siehst du meinen YouTube-Channel. Dann einfach Ausrufezeichen und YouTube. Das sind so die Chat-Commands hier auch so ein bisschen. So, Büro von Donald Frippers. Herausgeber. Mercury Books. Achso, im Übrigen für die, die auf Twitch zuschauen, wir spielen ja später noch Resident Evil weiter, ne? Habe ich ja angekündigt heute. So, Entschuldigung, für die Leute, die gerade auf YouTube zu sehen. Keine Ahnung, wovon ich hier rede. Ist egal. Montag, 8. März 1976. Sehr geehrter Terence Greenbrier. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Mercury Brooks sich leider nicht im Stande sieht, Ihr Nachfolger zu einer ganz normalen Geächtete zu verliehen. Trotz der geringen Verkäufe von einem ganz normalen Retter haben wir das zweite Buch veröffentlicht in der Hoffnung, dass John Russell Serie könne populär werden. Allerdings waren die Verkäufe noch geringer als die des ersten Buches und deshalb muss unsere Verantwortung für die Serie hier enden. Es war uns eine Freude, mit Ihnen als Ihr Herausgeber zusammenzuarbeiten und wir wünschen Ihnen und John Russell alles Gute für zukünftige Unternehmungen. Mit besten Grüßen, Donald Fripps, Herausgeber Mercury Books. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich, so wie bei Dings auch, bei Layers of Fear das Saufen angefangen. Also nicht wir, sondern unser Daddy. Oh, cool, was ist das denn? Ordner öffnen, Aufgabe lesen. Um Gottes Willen. Der Fortpflanzungsapparat. Arbeitsblatt 6. Name Samantha Greenbrier. Datum 9.9. Lese ich das eigentlich richtig? Greenbrier. Ne? Greenbrier. Datum 9.9.1994. Aufgabe. Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein blattliniertes Papier, wähle eine der beiden Geschichten aus und schreib sie neu. Beginne mit dem Titel und deinen Namen. Finde einen Einleitungssatz, mit dem du deinen Absatz beginnen willst. Ordne die folgenden Sätze chronologisch. Stelle sicher, dass der letzte Satz eine gute abschließende Aussage ist. Um Gottes Willen. Jo, mach's gut. Ciao, Rooksplash. Ah, der Menstruationszyklus, sie wandert durch den Eileiter. Die Eizelle löst sich vom Eierstock.
Soll ich das wirklich vorlesen? Okay. Da das Innere der Gebärmutter nun nicht für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird es 2 Wochen später durch die Vagina abgesondert. Vagina gesagt. Alle unter 18 raus. Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche Körper auf eine Schwangerschaft vorbereiten kann. Wenn die Eizelle nicht mit einem Spermium in Berührung kommt, löst sie sich auf. Während die Eizelle sich entwickelt, wird das Innere der Gebärmutter immer weicher und dicker. Eine neue Eizelle bildet sich in einem der Eierstöcke und der Prozess beginnt von vorn. Eine Eierzelle beginnt sich zu bilden. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Warte mal. Der Menstruationszyklus einer Novelle. Es ist früh morgens am 1. September 1939. Essa Gletz starrt aus dem Fenster des Zuges, der aus Wien zurück zu ihrem Heimatort Velium in Polen fährt. Während der Zug dahin tuckert und die Sonne über der Landschaft aufgeht, kann sie nur an ihren Liebsten Borislav denken. Den Jungen, den sie bald heiraten wird. Was war das? Hallo, ich lese eine Geschichte! Verdammt nochmal! Entschuldigung. Inzwischen beginnt sich tief in ihren Eingeweiden eine Eizelle zu entwickeln. Esas Zug nähert sich seinem Ziel. Ihr Herz rast. Das Innere der Gebärmutter wird immer weicher und dicker. Als Esa aus dem Zug steigt, überfliegen ihre Augen schnell die versammelten Menge. Dann dort, ihr geliebter Boris Gritschenko. Noch immer in seinem Bäckerkittel hat er anscheinend heute Morgen seine Pflichten im Geschäft seines Vaters vernachlässigt, um sie hier zu treffen. Ihr Herz stolpert vor Freude. Die Eizelle löst sich vom Eierstock. Sie wandert durch den Eileiter. Alter, ich kann das nicht so vorlesen, das ist so... Das wäre genauso... Das wäre, wenn ich jetzt irgendwie so eine Horrorgeschichte so... Die Eizelle löst sich vom Eierstock. Sie wandert durch den Eileiter. Das ist so... Entschuldigung, das ist... Trotz der schnaufenden Dampfmaschine hört man ein lauter wanderndes Brummen. Es kommt aus dem Himmel. Dunkle Schatten gleichen über den Bahnhof hinweg. Ein pfeifendes Geräusch. Ich hab gesagt, ein pfeifendes Geräusch! Kein donnerndes. Verdammt nochmal. Isa, deren Gedanken nur eine Sekunde schneller sind als die Bomben, streckt ihre Hände über die Menschenmenge hinweg ihren Boris entgegen. Ihre Augen treffen sich und für einen Moment bleibt die Zeit stehen. Blitz und Rauch umhüllt ihn dann fast, was ihn dann fast augenblicklich. Okay. Während des Angriffs der deutschen Armee auf ihre Heimatstadt werden fast 75% aller Bewohner getötet. Der Rest einschließlich Esa und für jetzt jedenfalls Borislav drängt sich in einer halb zerstörten Kirche zusammen. Das stand ja am Anfang, muss es ja zusammensetzen. Er ist blind, die Überreste seiner Beine sind mit zerrissen, Bettlaken bandagiert. Esas Eizelle wird nicht mit einem Spermium in Berührung kommen. Sie löst sich auf. Ungefähr 2 Wochen später weicht jegliches Leben aus Boris. Esa hat ihre Reaktion aufgegeben, um ihn am Leben zu halten, aber am Ende kann ihn nichts mehr retten. Da das Innere der Gebärmutter nicht für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird es durch die Vagina abgesondert. Abgesondert! So. Entschuldigung, aber so ist das, ne? Es ist so, ja. Ich kann mich da nicht reinversetzen, ich weiß nicht. Isa schwört... Ich hab nichts gesagt, Gott. Alles gut, Petrus, da oben. Isa schwört, dass sie überleben wird. Sie schließt sich einen polnischen Widerstand an als tollkühne Spionin und Saboteurin an. Eine neue Eizelle bildet sich in einem der Eierstöcke und der Prozess beginnt von vorn.
Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche Körper auf eine Schwangerschaft vorbereiten kann, bevor der Penis in die Vagina eindringt.